Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Osnabrücker Hochschuldiskurs. Wie immer, so ist natürlich auch diese Episode eine gemeinsame Veranstaltung der Universität Osnabrück und der Hochschule Osnabrück. Und wie immer beleuchten wir an dieser Stelle ein spannendes Thema aus wissenschaftlicher Sicht. Und wir haben heute nicht nur Wissenschaftler, sondern auch einen Unternehmer mit an Bord. Dazu gleich mehr. Es geht um ein Thema, was wirklich fast alle Menschen in unserer Region und darüber hinaus beschäftigt, ganz egal ob Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Wissenschaftler, Unternehmer, Singles, Paare, Familien, alle. Denn es geht um das große Stichwort Work-Life-Balance. Die Leitfrage dazu heute lautet: Die Forderung nach Work-Life-Balance, nachhaltige Richtungsänderung in der Arbeitswelt oder kurzlebiger Zeitgeist? Und darüber spreche ich heute mit vier Gästen, die ich nun einmal vorstellen möchte. Professor Dr. Nicole Böhmer ist Professorin an der Hochschule Osnabrück. Schwerpunkte ihrer wissenschaftlichen Arbeit sind das Personalmanagement, das Talentmanagement und Karrierekonzepte. Und damit wird sie uns heute sicherlich wertvollen Input für unseren Diskurs liefern. Herzlich willkommen, Frau Böhmer. Hallo. Unser nächster Gast ist Dr. Dimitri Mader. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Wirtschaftssoziologie an der Universität Osnabrück. Dort beschäftigt er sich derzeit vor allem mit einem Forschungsprojekt zum Thema ungleiche Erfahrungen mit Digitalisierung in der Arbeitswelt. Und mit ihm gemeinsam nähern wir uns dem Thema des heutigen Tages aus gesellschaftspolitischer Sicht. Herr Mader, schön, dass auch Sie da sind. Hallo. Professor Dr. Uwe Kalling ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück. Der eine oder die andere kennt vielleicht seinen Podcast Wirtschaftspsychologie, den er auf YouTube immer wieder veröffentlicht. Schwerpunkte seiner Forschungsarbeit sind unter anderem die Personalauswahl, die Arbeitszufriedenheit und die Arbeitsmotivation. Herr Kalling, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Danke für die Einladung. Und wie eben schon angekündigt, wollen wir auch mit einem Unternehmer sprechen. Und dazu haben wir André Schulte-Südhoff eingeladen von Schuko mit Hauptsitz in Bad Lahr. Das Unternehmen produziert seit über 50 Jahren Absauganlagen und Filtertechnik für Handwerks- und Industriebetriebe und ist Arbeitgeber für über 200 Mitarbeiter. Und nicht zu vergessen, André Schulte-Südhoff ist auch Landesvorsitzender von Die Familienunternehmen e.V. und bringt in diesen Diskurs daher wohl nicht nur seine eigenen Beobachtungen, sondern auch Beobachtungen anderer Unternehmerinnen und Unternehmer mit ein. Herzlich willkommen Ihnen hier in unserem Diskurs. Ja, so ist es. Vielen Dank für die Einladung. Ja, dann werden wir doch einfach mal in das Thema direkt starten. Vielleicht nähern wir uns zu Anfang erst einmal dem Begriff Work-Life-Balance. Da möchte ich als erstes einmal das Wort an Herrn Kalling geben. Da stellt man ja erstmal, wenn man das Wort so hört, zwei Begriffe gegeneinander, Work und Life. Ist es eigentlich der richtige Ansatz Ihrer Meinung nach? Nein. Also es klingt ja so, als gäbe es einen natürlichen Widerspruch. Auf der einen Seite gibt es die böse Arbeit, die uns Lebenszeit raubt, und auf der anderen Seite gibt es das sonstige Leben, das edel und gut ist und nur reine Freude bereitet. Und ich glaube, wir alle wissen, das ist holzschnittartig. Das sieht natürlich nicht so aus. Prinzipiell ist es so, dass die Arbeit in vielfältiger Weise Bedürfnisse von Menschen befriedigen kann. Soziale Bedürfnisse, ich kann also mich austauschen mit anderen Menschen, ich kann da Freunde gewinnen. Die Arbeit kann eine Quelle des Selbstwertes sein. Ich sehe, dass ich erfolgreich bin. Ich kann meine eigenen Ideen vielleicht einbringen, je nachdem, welchen Beruf ich habe. Ich kann ein Stück weit eben Selbstwert und Zufriedenheit aus dem Beruf generieren, was sich auch positiv auf mein Privatleben auswirken kann und umgekehrt natürlich auch. Das heißt, es ist nicht automatisch so, dass das im Widerspruch zueinander steht. Work-Life-Balance ist letztendlich ein subjektiver Begriff. Das heißt, die Menschen erleben das unterschiedlich. Es wird Menschen geben, die sehr wohl sagen, meine Arbeit ist etwas, was nichts mit meinem Leben zu tun hat und mir sehr unangenehm ist und am liebsten würde ich überhaupt nicht arbeiten. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sagen, meine Arbeit ist so ein integraler Bestandteil meines Lebens, dass die mich auch als Individuum ausmacht und zur Selbstdefinition herangezogen wird. Und zwischen diesen beiden Extremen spielt sich im Grunde alles das ab, was Menschen im Berufsleben erleben können. Frau Böhmer,
ich finde für mich persönlich, dieser Begriff suggeriert auch so ein bisschen, ja, die Work-Life-Balance, die muss man wie so den Schatz des Lebens einmal finden. Und wenn ich die gefunden habe, dann weiß ich genau, wie ich vorzugehen habe. Und dann ist alles tutti und ich habe ein wunderbares und zufriedenes Leben. Vielleicht ist das nur meine Ansicht. Ich habe aber das Gefühl, dass es anderen auch so geht. Sie sind auf der Suche nach der perfekten Work-Life-Balance. Wie empfinden Sie das? Ist das so? Ist das überhaupt an der Stelle der richtige Ansatz? Ja, dieses Idealbild ist ja etwas, was uns auch in vielen Lebensbereichen beschäftigt. Und dementsprechend ist das so ein bisschen, was Sie schon sagen, die Suche nach dem Heiligen Gral. Aber das Leben verändert sich ja kontinuierlich, sowohl das Berufliche als auch das Private. Und dementsprechend ist meiner Meinung nach das Schöne an dem Begriff oder das Aussagekräftigste eigentlich dieser Teil Balance. Denn Balance ist ja auch nichts Statisches. Ich bin in der Balance, ja, weil ich ständig daran arbeite. Und genau so ist es meiner Meinung nach mit der Work-Life-Balance. Im Leben, im Berufsleben verändert sich etwas und ich muss ständig nachschärfen und neue gute Lösungen finden. Und so ist das, finde ich, ein wesentliches Ergebnis auch für unsere Diskussion heute schon so, allen mitzugeben, dass das anstrengend manchmal ist. Work-Life-Balance ist was ganz Normales. Das ist nämlich eine Leistung in sich, immer wieder zu dieser Balance zu finden. Also so wie Sie es ansprechen, ist das eben auch etwas Eigenes, was aus einem herauskommt. Häufig werden ja auch die Arbeitgeber damit ins Boot geholt. Darüber sprechen wir später, was Arbeitgeber dafür tun können, um eben auch eine Work-Life-Balance möglich zu machen. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen weiter auf den Begriff ein. Die Frage danach, unterliegt der einem Wandel? Wir sprechen ja heute von Work-Life-Balance. Vor 200 Jahren gab es das Wort noch nicht. Ich meine, man sagt, so 1986 schwappte das irgendwie so auf, dieses Wort. Herr Marder, glauben Sie, dass dieser Begriff auch stetig einem Wandel unterliegt oder unterlegen hat bislang? Ja, genau. Also aus soziologischer Sicht würde ich das Problem erstmal so angehen, warum reden wir heute eigentlich über dieses Phänomen Work-Life-Balance? Warum wird das gesellschaftlich überhaupt zum Thema und zum Problem? Und es ist ja, wie Sie sagen, der Begriff ist relativ neu und jetzt auch nochmal mit einer erneuten Konjunktur. Und da würde ich sagen, also nochmal in Antwort auch ein bisschen auf Herrn Canning. Natürlich kann die Arbeit auch sinnerfüllend sein und positiv subjektiv besetzt, aber trotzdem hat man sie erstmal mit, würde ich schon sagen, zwei sozialen Bereichen zu tun. In der Arbeit ist man mit anderen Ansprüchen, Anforderungen konfrontiert. Man unterliegt in der Regel der Weisungsbefugnis von Vorgesetzten, wenn man jetzt nicht zufällig Unternehmer ist. Und im Privatleben hat man ganz anderen normativen Ansprüchen und auch eine andere Art von Selbstbestimmung über sein Leben. Und die Frage ist, wie man die Grenzziehung zwischen diesen beiden Bereichen austariert. Also es ist eigentlich Praktiken der Grenzziehung. Und die sind offenbar problematisch geworden. Also das war vor 20, 30 Jahren, gab es da institutionelle Regeln, feste Arbeitszeiten, klare Abgrenzung der Bereiche, Familie, Arbeit. Und das ist jetzt irgendwie fraglich geworden. Und das müssen jetzt irgendwie die Individuen austarieren. Also das ist, glaube ich, das. Und dann müsste man eigentlich darüber reden, warum ist diese Grenzziehung eigentlich fraglich geworden? Was sind die Ursachen? Und ich als Soziologe würde natürlich gerne über die gesellschaftlichen Ursachen sprechen und nicht immer nur über die Individuen, denen die Verantwortung dafür zugeschoben wird. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem im Diskurs. Das ist die individuelle Aufgabe. Wir müssen jetzt unsere Work-Life-Balance herstellen. Aber es sind gesellschaftliche Hintergrundbedingungen, die das überhaupt zum Problem machen. Was ist da vor allem die Hintergrundbedingung, von der Sie sagen, ich weiß nicht, ob man das in eine Haupthintergrundbedingung einteilen kann, aber was würden Sie sagen, okay, darüber müssten wir eigentlich als Aspekt am dringendsten reden? Ja, gute Frage. Also in der Arbeitssoziologie spricht man davon von Ökonomisierung und Vermarktlichung, also dass Marktanforderungen stärker an die Beschäftigten weitergegeben werden, auch Marktrisiken und also Flexibilisierung auch von Unternehmensstrukturen. Das heißt, die Unternehmen können schneller, besser auf Marktanforderungen reagieren, aber für die Beschäftigten heißt es dann im Umkehrschluss, dass sie viel stärker die Verantwortung auch dafür tragen. Und das heißt auch, ihre Arbeitszeiten teilweise anpassen müssen, flexibler auf Kunden eingehen müssen, auf Auftragsschwankungen, weil das sozusagen nicht mehr von der Organisation absorbiert wird, diese Flexibilität, sondern von den Beschäftigten. Und das heißt, ihnen wird eigentlich diese Aufgabe übertragen. Jetzt muss ich selber, bin ich verantwortlich, meine Arbeitszeit
zu gestalten, weil ich beispielsweise ergebnisverantwortlich bin für den Markterfolg meiner Abteilung oder meines Teams. Und ja, also sagen, der Hintergrundprozess, glaube ich, ist dieses, dass alte institutionelle, auch starre hierarchische Unternehmensstrukturen, dass die fluider werden, was ja nicht nur schlecht ist, auch für die Beschäftigten, ja, mehr Flexibilität, mehr Selbstbestimmung, aber gleichzeitig eben Verantwortungsübertragung. Okay, ich glaube, Herr Schulte-Südhoff nickt die ganze Zeit ganz angeregt, deshalb gebe ich Ihnen einmal das Wort. Wie nehmen Sie es denn wahr, die Work-Life-Balance? Ist da ein Wandel in diesem Begriff? Wie erleben Sie es ganz praxisnah? Also jetzt generell würde ich mal sagen, wir haben einen starken Wandel vom Arbeitgebermarkt auf den Arbeitnehmermarkt. Im Endeffekt, wenn der Arbeitgeber nicht liefert, dann entscheiden die Arbeitnehmer mit den Füßen. Das heißt, sie können kein Fachpersonal mehr an ihre Firma binden. Und deswegen passiert es natürlich, dass andere Angebote notwendig sind. Ich erinnere mich gut, als meine Frau vor 25 Jahren ihre Ausbildung gemacht hat zur Intensivkrankenschwester, da hat sie nach der Ausbildung keinen Job gekriegt. Mittlerweile ist es so, die könnte überall sofort anfangen in so einem Beruf und auch mit allen möglichen Zugeständnissen mittlerweile, die vor 25 Jahren auch noch nicht denkbar waren, weil einfach wir eine Verknappung haben im Angebot der zur Verfügung stehenden Fachkräfte. Und daraus resultieren dann natürlich dann für einige Arbeitgeber gefühlt wahnsinnige Forderungen, die vielleicht ja auch eher in traditionellen Unternehmen auch zu Verwirrung führen, ne, weil man sagt, das geht doch gar nicht, da kommt jetzt jemand neu und möchte, was weiß ich, 2 Tage die Woche arbeiten oder möchte am besten, gerade im aktuellen Fall gehört, bevor er anfängt zu arbeiten, gleich mit einem Sabbatical beginnen. Das sind natürlich Forderungen, die sind für viele Arbeitgeber auch neu. Im Endeffekt werden wir aber, wie gesagt, liefern müssen, weil wir sonst keine Fachkräfte mehr bekommen. Und ob das dann noch richtig austariert ist, ist die Frage. Und natürlich mit der Problematik, dass es ja bestehende Kollegen gibt, die dann vielleicht auch die Mehrarbeit ausgleichen müssen, die jetzt dadurch entsteht, dass der andere Kollege nicht da ist. Und ganz generell, natürlich sehr wünschenswert wäre mir auch, es ging eben um der Dr. Mader, das Thema Flexibilisierung. Auch da würde ich mir wünschen, dass unsere Politik auch flexibler mit diesen Themen umgeht. Das heißt, dass auch Arbeitszeitkonzepte möglich sind, die vielleicht jetzt in Deutschland noch nicht möglich sind. Auch nochmal ein Beispiel aus dem medizinischen Bereich. Meine Frau hat in Wien gearbeitet lange Jahre mit 12-Stunden-Schichten, 3 Tage und hatte dann 4 Tage frei. Fand die total super, würde das gerne in Deutschland auch machen, geht nicht. Aus bürokratischer Sicht. Also es gibt Bürokratie. Genau. Okay. Ja, vielen Dank erstmal für diese praxisnahen Beispiele. Ich würde ganz gerne damit erst einmal so diesen Begriff, mit dem wir eingestiegen sind, ein bisschen weiterführen und auch noch mal ein Stück weiter in die Praxis schauen. Nämlich habe ich natürlich auch in der Vorbereitung hierauf noch mal ein bisschen in den Medien gesucht und im Netz rumgegoogelt bezüglich der neuen Generation, der sogenannten Generation Z, die jetzt ja auf den Arbeitsmarkt drängt. Also die Einteilungen sind immer etwas schwierig, was das Alter angeht. Ich habe jetzt eine gefunden von 97 bis 2007 als Jahrgänge. Also es ist wirklich die sehr junge Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt und in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt kommen wird. Da gibt es ganz viele Behauptungen im Netz an deren Anspruch an die Work-Life-Balance. Und ich würde ganz gerne einmal auf diese Generation gucken und auch schauen, inwieweit das überhaupt sinnvoll ist, über solche Generationen zu sprechen. Ich habe einfach mal willkürlich, weil es das ganz gut zusammenfasste, einen der vielen Artikel mir herausgegriffen und da zwei Sätze rausgesucht, die vielleicht das Ganze einmal umreißen, was das mediale Bild dieser Generation im Hinblick auf die Work-Life-Balance ist. Und das würde ich einfach gerne mal zitieren. Die Arbeit steht bei der Generation Z nicht an oberster Stelle. Eine steile Karriere und ein gutes Gehalt sind bei diesen Personen längst nicht so wichtig wie Freiheit und Spaß am Leben. Im Job suchen sie nach klaren Strukturen und geregelten Arbeitszeiten. Überstunden sind für die Gen Z ein No-Go, denn ihre Freizeit hat höchste Priorität. Herr Schulte-Südhoff, ich bleibe einmal bei Ihnen. Wie empfinden Sie diese Einteilung der Generation in so eine Schublade an Arbeitnehmern, die da zu Ihnen kommen? Passt das überhaupt? Wie erleben Sie das in der Praxis?
Also ich habe persönlich eine andere Erfahrung gemacht. Ich glaube, dass da auch das Thema Stadt und Land eine große Rolle spielt. Wenn ich jetzt mal schaue bei uns hier in den Südkreis, gibt es noch viele sehr traditionelle Unternehmen, aber auch sehr traditionelle Arbeitnehmer, die andere Forderungen haben, als wenn ich jetzt ein Vorstellungsgespräch führe in unserer Niederlassung eine halbe Stunde von Berlin Hauptbahnhof entfernt. Also die Forderungen, die aus dem städtischen Bereich kommen, sind, das ist meine Wahrnehmung, sind andere als auf dem Land. Also hier kann es noch passieren, auch zum Beispiel vielleicht aus der Praxis, ich kenne hier ein Unternehmen, da ist das noch sehr traditionell, da ist der Auszubildende tatsächlich noch derjenige, der auch das Unkraut zupft, wenn mal ein bisschen weniger zu tun ist. Ich meine, das brauchen Sie im modernen Unternehmen eigentlich ja nicht mehr machen und das sollte auch eigentlich der Vergangenheit angehören, aber das sind halt noch die Realitäten auf dem Lande. Das ist so, deswegen gar nicht so an der Generation gebunden, sondern vielmehr an den Stadt- und Land-Themen. Also ich habe mit einer Professorin gesprochen, die kommt aus Vechta und die sagte, wenn ich meinen Studierenden, wenn die sehe, dass ich ein Schnitzelbrötchen esse, dann finden die das ganz unmöglich und da ist ein Tier für gestorben. Und in Vechta, sage ich mal, würden die Leute das gar nicht verstehen, warum denn kein Schnitzelbrötchen ist. Also auch so mal. Bisschen zu gesprochen. Um zu zeigen, dass eben Stadt und Land dann Parameter ist, was Sie viel mehr als Einfluss bei sich im Unternehmen erfahren. Herr Kanning, aus wissenschaftlicher Sicht, wie empfinden Sie diese Einteilung? Ich kann verstehen, dass man in der Wissenschaft solche Einteilungen vornimmt, weil man interessiert ist in Aussagen über große Populationen. Für die Praxis ist das nicht hilfreich. Ich glaube, es ist sogar gefährlich. Sie haben eben das Problem schon angesprochen. Es werden Menschen in eine Schublade reingepackt und diese Schublade ist riesig groß. Sie müssen sich mal vorstellen, wie viele Menschen zu dieser Generation gehören. Das sind ungefähr, Sie haben auch schon das Problem angesprochen, es ist gar nicht einheitlich definiert, aber ungefähr 10 Millionen Menschen. Und jetzt können wir uns mal vorstellen oder die Frage stellen, wie realistisch ist es eigentlich, wie wahrscheinlich ist es, dass 10 Millionen Menschen dieselbe Ausprägung bestimmter Bedürfnisse haben? Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null, weil 10 Millionen Menschen so heterogen sind wie 80 Millionen Menschen oder auch 1 Million Menschen wäre so heterogen wie 80 Millionen Menschen. Das heißt, sie werden innerhalb der Generation extreme Unterschiede finden. Und das hat was mit der Sozialisation zu tun, da mag Stadt, Land eine Rolle spielen. Da spielt eine Rolle, was machen eigentlich meine Eltern, wie leistungsorientiert bin ich groß geworden, was sind da Ideale und Ähnliches. Und das zahlt alles ein auf die Entwicklung solcher Motive. Das eigene Lebensalter spielt eine Rolle, wie Frau Böhmer gerade gesagt hat, sowas verändert sich eben auch über das Leben hinweg. Und wenn ich das jetzt aus Sicht eines Unternehmens betrachte, werde ich, und ich bin jetzt kein Riesenunternehmen, das jedes Jahr 4.000 Azubis einstellt, sondern ich bin ein für deutsche Verhältnisse normales Unternehmen, das vielleicht 3, 4, 5 Bewerber hat, dann bewirbt sich bei mir niemals der personifizierte Durchschnitt einer Generation, sondern es bewirbt sich bei mir Lisa Müller und Paul Meyer. Und die sind irgendwo in dieser gaußschen Glockenkurve der 10 Millionen Menschen. Und genau das muss ich verstehen und darauf muss ich eingehen und deren Bedürfnisse muss ich befriedigen. Das ist das eine. Das andere ist diese Punkte, die Sie gerade aufgeführt haben, die stellen ja auch immer die Frage nach dem Bezugssystem im Vergleich, wozu unterscheiden sich denn dann jetzt die Menschen aus dieser Generation? In der Regel wird dann eine andere Generation, Z oder Boomer oder so, herangezogen und dann wäre es ganz wichtig, sich mal anzuschauen, ja, wie groß ist denn dann der Mittelwertsunterschied überhaupt? Die sind in der Regel winzig klein. Also das wäre so in der Kürze gesagt meine Stellungnahme dazu. Okay, ich würde bei dem Thema auch ganz gerne noch einmal die Meinung von Herrn Mader und Frau Böhmer hören, weil ich glaube, es ist ein tatsächlich wichtiges Thema, denn das, was ich eben vorgelesen habe, das kam von einer HR-Agentur, die also meinen, mit diesen Haltungen letztlich Unternehmen beraten zu können, wie sie jetzt eben mit Arbeitnehmern, zukünftigen Arbeitnehmern umgehen. Und von daher glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir darüber sprechen. Frau Böhmer, Herr Mader, möchten Sie dazu noch etwas beitragen? Ja, vielleicht sage ich einfach mal dazu, Sie haben es eigentlich ja uns auf dem Tablett serviert. Sie sagten, das ist ja die Frage kommt oder die Studie kommt aus einem Geschäftsmodell heraus, das natürlich damit
auch bestimmte Bedarfe bei anderen Unternehmen wecken möchte. Also wenn ich als Unternehmer wirklich Fachkräftemangel habe und dann noch höre, und diese neue Generation, da müssen wir alle aufpassen und die wird unser Unternehmen von vorne nach hinten krempeln, dann bin ich natürlich besonders auch daran interessiert. Das heißt, dieser Generationenbegriff wird meiner Meinung nach auch deshalb so intensiv diskutiert, weil er sowohl in der Presse als auch in verschiedensten Geschäftsmodellen, bei verschiedensten Dienstleistungen, da brauchen wir gar nicht nur auf die HR-Sparte schauen, einfach Verdienstmöglichkeiten bietet. Und daher würde ich das auch ein klein bisschen entzaubern wollen, so wie das der Herr Canning gerade schon gemacht hat, und sagen, es macht eben Sinn, sich da vielleicht ein wenig zu orientieren, aber dann einfach aufs Individuum zu schauen. Okay, danke. Herr Mader, gerne. Ja, also ich schließe mich da, glaube ich, auch der allgemein verbreiteten Skepsis an. Ich finde aber, dass trotzdem sagen langfristige Trends sich ja schon beobachten lassen, die man jetzt vielleicht nicht mit dieser kruden Generationeneinteilung am besten fasst, aber das, was Herr Canning ganz am Anfang gesagt hat, also dass die subjektiven Ansprüche an die Arbeit größer werden, ne? Also dass man Arbeit nicht mehr nur als Mittel zum Zweck und ich sitze da meine Zeit absieht, sondern als da will ich mich verwirklichen, da habe ich Sinnansprüche an die Arbeit. Das, glaube ich, nimmt schon zu, was auch sich verändert, ist, dass einfach die Heterogenität und Pluralität der Lebensführungsstile verändert sich, was auch für die Arbeitgeber natürlich dann die Herausforderung ist, das unter einen Hut zu bringen. Nicht jede Beschäftigte hat die gleichen Bedürfnisse. Und jetzt nochmal aus der Ungleichheitsperspektive ist natürlich auch wichtig, Herr Schulte-Süderf hat Land-Stadt-Unterschiede hervorgehoben. Ich würde auch nochmal sagen, es ist natürlich auch eine Klassen- oder Schichtsache, ne? Also man muss auch mal aufpassen bei dem Diskurs, dass man nicht so sehr nur auf die Bedürfnisse der Wissensarbeit der gehobenen Mittelklasse abhebt, die IT-Programmiererinnen, sondern auch die Pflegekräfte und LKW-Fahrer und so weiter im Blick hat, die auch Bedürfnisse nach Work-Life-Balance haben. Das darf man nicht vergessen. Das artikuliert sich nur anders und oft nicht so laut im Diskurs. Aber die haben halt auch andere Interessen. Also ne, wenn ich jetzt einen Niedriglohn habe, dann sieht es ganz anders aus. Da habe ich auch ein Interesse erstmal, ich will mehr Lohn, deswegen arbeiten die auch freiwillig länger und machen auch schwarze Überstunden, weil sie einfach das Geld brauchen. Das wäre natürlich bei anderen Verdienstmöglichkeiten ganz anders. Und deswegen kann man das nicht gleichsetzen mit den Bedürfnissen jetzt der IT-Programmierer, die gerne eine 4-Tage-Woche hätten, weil die haben halt das Geld einfach. Insofern ist es auch eine materielle Sache und nicht nur eine Wertefrage. Wir werden gleich noch mal ein bisschen genauer über diese Maßnahmen sprechen, auch inwieweit die greifen, die immer wieder diskutiert werden. Vorher würde ich ganz gerne, beziehungsweise wir können auch eigentlich super gerne schon zu kommen, denn ich glaube, das, was Herr Schulte-Süderf vorhin eigentlich gesagt hat, nämlich, dass wir mittlerweile einen Arbeitnehmermarkt haben und die Arbeitgeber sich eben anpassen müssen, um eben diesem Fachkräftemangel entgegenzukommen, müssen sie ja sich bestimmte Maßnahmen erdenken. Es gibt, wabern immer wieder diese Maßnahmen durch die Gegend. Wir haben eben schon was gehört, Sabbatical, 4-Tage-Woche. Vielleicht können wir da mal so ein bisschen genauer drauf schauen. Herr Mader, was halten Sie denn als Wissenschaftler von einer 4-Tage-Woche? Ja, also ich finde das super. Für sich persönlich. Also ich sagen, ich bin ja als Arbeitssoziologe eher, also nehme ich eher, sagen, die Beschäftigten-Sicht ein. Es ist ja, glaube ich, ganz gut das Gegengewicht, wenn jetzt hier ein bisschen mehr die Unternehmenssicht ist. Aber aus Beschäftigten-Sicht, aber eigentlich, das widerspricht sich ja nicht immer, ne? Also es gibt ja, kennen Sie wahrscheinlich alle Anwesenden, diese Studien, jetzt 21 in Island zur Arbeitsproduktivität, dass die Arbeitsproduktivität eigentlich steigt, wenn die Arbeitszeit sinkt. Und es gibt auch schon längerfristig immer wieder so Zeitreihen, Vergleich, Ländervergleiche, Länder, die lange Arbeitszeiten haben und Länder, die kürzere Arbeitszeiten haben, und wie die Arbeitsproduktivität verhält sich umgekehrt proportional dazu. Also gegen diese Vorstellung, überlange Arbeitszeiten sind gut wirtschaftlich, ist, glaube ich, veraltet. Das kann man, glaube ich, als wissenschaftlich gesichert ansehen. Insofern, Arbeitszeitverkürzung wäre, würde ich sagen, eine wichtige Stellschraube, um die Work-Life-Balance zu verbessern. Und ich glaube auch, dass die Unternehmen davon profitieren können. Genau, das ist natürlich jetzt die Steilvorlage für Herrn Schulte-Süderf, den ich gern zu Wort lassen möchte. Wie sehen Sie das denn? Also das Thema Arbeitsproduktivität
abhängig oder in Korrelation, wenn man es zurücksetzt, dass die Arbeitsproduktivität dann immer steigt, habe ich natürlich nicht in allen Bereichen. Also wenn ich jetzt an einen Lkw-Fahrer denke, der fährt jetzt ja nicht mehr Kilometer, wenn er nur noch 20 Stunden die Woche arbeitet. Übertreib mal. Das heißt aber dennoch, der Trend, der ist schon absehbar und es muss natürlich in irgendeiner Form, müssen die Unternehmen halt schauen, ob sie das eingepreist bekommen. Und da sind auch eher dann die großen Unternehmen, die eher solche Kompromisse eingehen als die kleinen. Aber was ich nochmal generell auch nochmal zurückkommen würde, ich glaube, der Kern für mich persönlich wäre das Thema der Sinnhaftigkeit der Arbeit, die man verrichtet. Ich glaube, das spüren die Menschen, ob die am richtigen Platz sind, ob die an der richtigen Stelle sind, ob sie Freude daran haben, was sie machen. Da gibt es ja dieses schöne Bild, wenn man Kindern beim Spielen zuguckt, die schlafen über den Legosteinen irgendwann ein. Wenn sie wieder wach werden, spielen sie weiter. Wenn man denen was von Work-Life-Balance erzählen würde, dann würden die auch sagen, na ja, Papa, wir haben doch Freude daran. Warum sollen wir das denn nicht mehr tun? Also das ist die Sinnhaftigkeit und natürlich das Thema Führung und Führungsqualität. Das heißt, wenn man in der Firma sich wohlfühlt und mit den Kollegen und weiß, man hat wirklich Führungskräfte, mit denen man gut zusammenarbeiten kann, glaube ich, ist das unterm Strich für viele Bereiche entscheidender. Klar, der ITler oder die Schichten, wenn ich mir die angucke, wir haben ja auch viele Schlosser beschäftigt, die jetzt irgendwelche Sachen zusammenschrauben. Ich selbst habe das auch mal gelernt, also ich bin Maschinenschlosser auch mal ursprünglich von der Ausbildung. Ich kann das dann gut nachvollziehen, da sind andere Themen wichtig und das ist natürlich auch ein Stück weit immer eine Ungleichbehandlung, wenn die dann sagen, naja, jetzt gehen die schon wieder da im Büro ins Homeoffice, ne, machen zu Hause irgendwas, wo keiner so richtig nachvollziehen kann und wir stehen hier und müssen schrauben. Also das ist auch so ein Konflikt, den man dann so hat. Da würde ich tatsächlich ganz gerne noch mal drauf einsteigen. Also ich habe jetzt von Ihnen so erfahren, okay, also ob jetzt Sabbatical oder 4-Tage-Woche, eigentlich ist es erstmal wichtig, dass ich mir meine einzelnen Arbeitnehmer angucke, was brauchen die gerade, damit sie zufrieden sind. Also so agieren Sie auch? Wir bemühen uns, ne? Das ist natürlich das ist nicht so einfach. Also kriege ich wirklich jeden an der richtigen Stelle runter, ne? Und wenn ich da merke, da ist jemand, der ist eher kreativ und der soll jetzt bürokratisch arbeiten, dann ist das ganz klar eine organisatorische Führungsaufgabe, den an den richtigen Stellen, an der richtigen Stelle zu bekommen. Weil ich mache mit Bürokratie, mache ich den Tod. Oder andersrum, Bürokraten, der soll jetzt eine kreative Idee sich überlegen. Das geht natürlich nicht. Ja, okay. Sie haben eben das Thema Homeoffice schon angesprochen und da das eben so ein en vogue Thema ist, was uns ja gerade alle so sehr beschäftigt, würde ich da ganz gerne noch einmal einen Fokus drauflegen auf das Thema Homeoffice. Sie haben eben gerade davon gesprochen, dass ja einzelne Mitarbeiter vielleicht sagen, es ist ja gemein, ich kann in der Produktion nicht eben ins Homeoffice gehen. Das heißt, wenn bei mir zu Hause ein Paket klingelt oder der Schornsteinfeger kommt, muss ich mir dafür einen Tag Urlaub nehmen. Das würde ich gerne mal in die Runde geben, der Wissenschaftler. Gibt es dazu Erfahrungen Ihrerseits oder Meinungen, wie man da an dieser Stelle mit diesen Ungerechtigkeiten umgeht oder was Homeoffice auch für das Teambuilding bedeutet? Ist es tatsächlich ein Arbeitsmodell der Zukunft oder müssen wir da sehr gut und vorsichtig drauf schauen? Also meines Wissens nach gibt es jetzt keine Studien, die diesen Vergleich innerhalb eines Unternehmens machen. Das ist immer ein sehr interessanter Einwand, der gerade kam, sondern man betrachtet eher dann bestimmte Berufsgruppen, die das gut realisieren können. Und da kommt man durchaus auch zu positiven Ergebnissen. Also man muss sich da nicht grundsätzlich Sorgen machen, dass sie jetzt weniger arbeiten würden und alle faul auf der Couch liegen und Chips essen oder so. Das ist nicht so. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass es zu einem Leistungsgewinn kommen kann, dass die Leute also noch fleißiger sind. Dann haben sie aber wieder dieses Problem, was eben angesprochen wurde, die Abgrenzung von Arbeit und Freizeit, dass manche Leute dann denken, naja, weil man mir vertraut, muss ich auch besonders fleißig sein und ich will auf gar keinen Fall, dass man mir was Negatives sagt. Das, was ich überschauen kann, kommt zu dem Schluss, dass Homeoffice eine gute Lösung ist, wenn es freiwillig ist. Also die Menschen müssen individuell entscheiden, ob sie das wollen, weil ja auch die individuellen Lebensbedingungen sehr unterschiedlich sind. Also ich habe mal einen Kollegen an der Uni Münster gehabt, der hat sich geradezu geflüchtet in die Uni vor seinen Kindern, damit er in Ruhe mal arbeiten konnte. Also der wollte überhaupt kein Homeoffice machen. Und umgekehrt
dann geht es um so Fragen, wie habe ich überhaupt ein Arbeitszimmer oder Ähnliches. Und auf der anderen Seite, das haben viele ja auch jetzt in der Corona-Zeit erlebt, dass man, wenn man alleine lebt, auch zu Hause vereinsamen kann, wenn man immer zu Hause ist. Ne? Also da wäre die Botschaft, ich muss das letztendlich individuell machen. Und die Botschaft wäre auch, wir reden ja nicht über 5 Tage Homeoffice, sondern dass man vielleicht 3 Tage die Woche macht oder 2 Tage, sodass man auch immer wieder face-to-face zusammenkommt mit seinen Kolleginnen und Kollegen und dadurch soziale Bedürfnisse befriedigt. Das wäre eher so das Paket. Dieses Problem, das jetzt gerade angesprochen wurde, dass ich auch innerhalb eines Unternehmens bei ganz unterschiedlichen Arbeitsplätzen ja für so einen sozialen Frieden sorgen muss, das wird meines Wissens nach da gar nicht thematisiert. Da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als das dann mit der Belegschaft zu diskutieren und klarzumachen. Ich kann nun mal nicht meine Maschine mit nach Hause nehmen und da die Fläche stanzen. Das geht nun mal nicht. Ne? Aber vielleicht gibt es ja irgendeinen anderen Weg, dann denen entgegenzukommen, ohne dass ich jetzt da gleich eine Lösung für hätte. Hm. Das bedeutet als Ansatz ja vielleicht bei aller Individualisierung, die wir von Arbeitnehmern haben, dass wir eigentlich einen anderen Ansatz auch für eine Unternehmenskultur brauchen, Frau Böhmer? Genau, das ist das, was hier ja schon durchklingt, dass die Frage, was ist denn dann gerecht und was trägt auch zu einer Balance bei für, das hatte ja gerade Herr Schulte-Süthoff auch schon gesagt, für jeden individuell entwickelt werden muss und dass das natürlich Unternehmen nur bis zum gewissen Punkt auch leisten können, für jeden eine individuelle Lösung zu stricken. Das heißt, es braucht so eine Art Einigungsprozess und eben auch eine ganz zeitgemäße Personalführung, um eine Kohäsion herzustellen zwischen den verschiedenen Gruppen, die vielleicht sich teilweise wünschen, im Unternehmen zu arbeiten, teilweise gerne zu Hause arbeiten würden. Wie immer ist es ja auch so ein bisschen das, was man nicht haben kann, findet man dann vielleicht noch besonders attraktiv bei der jeweils anderen Gruppe. Und ich denke, es bedarf dann der Wertschätzung der Geschäftsführung zum Beispiel, der Führungskräfte und auch einer gewissen Vorbildfunktion, damit die Lösungen, die machbar sind, ja, auch dann entsprechend für alle umgesetzt werden können. Und ich finde diesen Punkt, den wir jetzt gerade auch schon gehört haben, für einige ist es gar nicht attraktiv, zu Hause zu arbeiten, den müssen wir uns als Gesellschaft auch gerade bewusst machen. Denn wenn wir da weiter schauen in diese Richtung und sagen, naja, betriebswirtschaftlich könnte ich auch entscheiden, ich miete Flächen ab, weil meine Mitarbeiter möchten sowieso zu Hause arbeiten, dann verteile ich die über die Woche und dann brauche ich vielleicht nur noch 20% weniger Bürofläche. Und aber die Beschäftigten müssen dann ja auch zu Hause entsprechend ein auch ergonomisch und vom Gesamtstressniveau angemessenes Umfeld finden. Und das zu entwickeln, das ist eben wieder meiner Meinung nach eine Work-Life-Balance-Aufgabe, wo dann die Unternehmen entsprechend unterstützen können und wo ich, wenn ich jetzt mit Unternehmerinnen und Unternehmern auch spreche, immer wieder neue Lösungen sehe. Lösungen, die meinetwegen 3-Tage-Wochen in einigen Bereichen beinhalten, also 3-Tage-Woche, ich meine jetzt im Unternehmen, ja, 3 Tage und 2 Tage dann im Homeoffice oder vielleicht in anderen Bereichen eben ganz andere Konstellationen. Wichtig ist dabei dann auch wieder zu überlegen, wann kommen wir denn noch zusammen, um auch gemeinsam kreativ zu sein? Die Dinge, die früher ganz normal waren. Ich gucke in die Runde, wenn ich morgens ins Unternehmen hineinkomme und ich habe gleich so ein Gefühl dafür, wir haben hier Stress oder wir haben gerade eine Zeit der Kreativität, wo wir uns die Bälle nur so zuschmeißen und jeder Ball wird wieder gefangen. Ja, das sind ja alles Dinge, die zum Arbeitsleben dazugehören, die dann eine Zeit lang irgendwie so gestoppt wurden, auch in der Pandemie und die jetzt wieder hochlaufen müssten, um eben auch Innovation im Unternehmen und einen Zusammenhalt im Unternehmen aufrechtzuerhalten. Mhm.
Frau Böhmer, ich bleibe einmal bei ihm. Ich würde da jetzt noch mal einmal ein bisschen weitergehen, was dieses ganze Maßnahmenpaket betrifft. Wir können nicht auf alle einzeln eingehen, aber wir haben ein bisschen über die Vier-Tage-Woche gesprochen, jetzt viel über Homeoffice. Vielleicht schauen wir mal von außen so ein bisschen auf die Maßnahmen. Sie sagen eigentlich auch, die sind halt eben auch nicht für alle geeignet. Also es gibt halt auch eben diese Unternehmensmaßnahmen, die für eine klassische Aufstiegskarriere eigentlich nicht gedacht sind. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen über die Talente sprechen. Und darüber, was das für die bedeutet. Ja, Sie sprechen gerade dieses Thema an, wie viel muss ich denn auch im Unternehmen tatsächlich sichtbar sein, um meinen Weg zu machen? Und wie traditionell sind da Unternehmen, beziehungsweise gibt es da auch neue Möglichkeiten, Sichtbarkeit zu schaffen und eben auch entsprechend diejenigen, die sich als Talente, als Karrieristen definieren, so mit neuen Projekten, neuen Herausforderungen zu versehen, denen die Möglichkeit zu geben, auch zu zeigen, was sie können, dass dann eben nächste Karriereschritte folgen können. Und meiner Meinung nach wird das eben dadurch, dass einige im Homeoffice tätig sind, andere stärker präsent auf dem Campus oder im Betrieb sind, wird es eben noch anspruchsvoller. Schon immer gab es viele Unternehmenskulturen, in denen Menschen, die lange gearbeitet haben, auch durchaus schnell vorwärts gekommen sind, weil das eben mit so einer vielleicht tradierten Arbeitsethik zusammenhängen. Also Thema Führung an der Stelle noch einmal. Vielleicht können wir noch einmal, Herr Mader, mit Ihnen gemeinsam auch auf die Gendergerechtigkeit an der Stelle schauen, inwieweit die dazu beiträgt. Muss man vielleicht auch die Work-Life-Balance ein bisschen noch in diese Richtung hin betrachten? Ja, auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, auch eine Frage von Frau Böhmer, die ja auch zu dem Thema gearbeitet hat, aber auch aus arbeitssoziologischer Perspektive. Es ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Man hat es ja während der Pandemie jetzt gesehen, wurde auch in den Medien diskutiert, dass es teilweise zu einer Retraditionalisierung der Geschlechterrollen geführt hat. Also dass dann doch wieder die Frauen mehr Heimarbeit übernehmen und dann die Doppelbelastung damit konfrontiert sind. Aber ich glaube auch, dass es auch ein Grund ist, warum dieses Thema Work-Life-Balance, einer der Gründe, warum wir das jetzt diskutieren, ist eben auch ein Wandel des Geschlechterarrangements und dass eben Frauen zunehmend auch Erwerbsarbeit tätig sind und sich das dann nochmal ganz anders stellt, die Frage. Also man hat nicht mehr diese Rollenverteilung, Hausfrau und Mann arbeitet, sondern beide machen jetzt beides und dann müssen beide aber jetzt auch Familienleben, Kinder abholen und so weiter mit ihrer Arbeitszeit vereinbaren. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Chance für die Geschlechtergerechtigkeit, also wenn man dieses Thema so diskutiert. Also auch eine Chance für beide, ja, für Männer und Frauen, weil unter diesem Label Work-Life-Balance im Vergleich zu Vereinbarkeit, was immer so dieses Frauenproblem ist, eigentlich Unternehmensstrukturen geschaffen werden müssen, die es eben beiden Geschlechtern ermöglichen, gleiche Chancen in der Karriere auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Vielleicht schließen wir diese Maßnahmen ein bisschen ab. Herr Canning, wie können denn Arbeitgeber zusätzlich vielleicht noch am besten dafür sorgen, dass ihre Arbeitnehmer eine möglichst große Work-Life-Balance haben? Sie haben da mal angesprochen, dass es ja gar nicht um dieses klassische Vier-Tage-Woche-Sabbatical Homeoffice geht, sondern dass man da vielleicht auch ein bisschen anders denken muss, dass sich vielleicht Anreize individuelle auch schaffen kann. Ja, also im Grunde habe ich auf der einen Seite ja Optionen, die wir gerade angesprochen haben, die sehr grundlegender Natur sind, wo ich Strukturen, Arbeitsprozesse verändere. Und das kann nicht jedes Unternehmen in beliebig starkem Ausmaß machen. Wir müssen sehen, dass die allermeisten Menschen in Deutschland ja in sehr kleinen Unternehmen arbeiten. 80% der Menschen arbeiten in Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten. Wir haben eher so die großen Player im Kopf, wo also Tausende von Menschen arbeiten. Und wenn wir da mal überlegen, was sind da denn die Möglichkeiten? Und wenn ich jetzt eine konkrete Mitarbeiterin oder Mitarbeiterin, nehmen wir mal an, in einer Führungsposition betrachte, die sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich habe zu Hause Ansprüche, ich habe hier Ansprüche und es wird immer mehr Arbeit. Dann könnte ich natürlich sagen, wir müssen irgendwie umstrukturieren. Das geht aber nicht beliebig in jedem Unternehmen. Und dann bin ich bei solchen ganz klassischen Themen wie Zeitmanagement beispielsweise, wo ich dem einzelnen Individuum sehr wohl helfen kann, besser mit der zur Verfügung stehenden Zeit umzugehen. Oder wenn Sie an Führungspositionen denken,
denken, dann haben sie manchmal das Problem, dass Führungskräfte nicht delegieren können oder nicht vertrauen können, dass sie hinter jedem Mitarbeiter stehen wollen und sich dadurch das Leben schwer machen und dadurch noch mehr Arbeitsbelastung erleben und sagen, ja, dann bleibe ich lieber doch noch eine Stunde länger hier, weil ich das noch überprüfen muss und Ähnliches. Das heißt, auf einer sehr viel niederschwelligen Ebene, wenn wir jetzt also quasi über Personalentwicklungsmaßnahmen für die einzelnen Individuen sprechen, gibt es da schon auch Optionen, Zeitmanagement wäre zum Beispiel, im Führungsverhalten zu delegieren, zu reflektieren, wie sehr vertraue ich eigentlich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da ist auch noch eine Menge Luft drin, glaube ich, die man nutzen könnte. Herr Schulte-Südhoff, sind das für Sie schon reale Ansätze oder ist das für Sie die Zukunftsmusik, dass Sie auch sagen, da müssen wir vielleicht in den Maßnahmen auch individueller werden, die wir anbieten? Bin ich überzeugt, dass wir da liefern müssen, wie gesagt, hatte ich ja eingangs schon gesagt, einfach damit man weiterhin auch diese Fachkräfte bekommt. Es stellt natürlich auch da wieder die, ja, vielleicht so diese Erfahrung auch nochmal mit, wir hatten es ja gerade mit der Geschichte, dass dann die Frauen wieder mehr zu Hause waren und so weiter unter Corona. Ich meine, das haben wir ja auch alles erlebt. Wir haben hier Kindergärten gehabt, die nicht mehr gearbeitet haben. Ich habe eine gute Bekannte, die arbeitet in führender Position in einem großen Lebensmittelunternehmen. Da hat die Kindergartenleitung gesagt, ja, wir machen doch Homeoffice, wir können doch auf die Kinder aufpassen. Das ist doch alles kein Problem, das gleichzeitig zu machen. Also generell werden wir uns diesen Themen stellen müssen. Und es ist halt, wie gesagt, nur die Frage, können die kleinen Unternehmen das in dem Maße so mitmachen und die mittleren? Oder ist das eher ein Thema, dass dann noch mehr in die Großindustrie abwandern, weil diese Angebote in der Art und Weise dann doch nicht, ja, in kleinen Firmen abbildbar sind? Was brauchen Sie denn dafür, damit es abbildbar wäre? Haben Sie eine Idee davon? Also ich habe generell immer so ein bisschen Sorge vor Bürokratieaufbau. Also wenn es jetzt darum geht, Homeoffice-Pflicht war ein großes Thema. Ich befürchte, dass es Bürokratiemonster werden wieder. Wenn ich jetzt gerade an die Monteure denke, die irgendwas zusammenschrauben, dass man dann irgendwie begründen muss, warum die denn nicht Homeoffice machen dürfen und wie auch immer. Da habe ich so ein bisschen Sorge vor, wenn wir da zu viel staatlich reingreifen, dass es dann eher komplizierter und noch teurer und noch schwieriger abbildbar ist. Also ich glaube, man müsste den Menschen einfach mehr Freiheit geben, das auch selbst zu gestalten. Das heißt, ich habe eingangs ja gesagt, wir haben einen Arbeitnehmermarkt, wenn die Tarifparteien oder auch die Arbeitnehmer direkt mit den Arbeitgebern das verhandeln dürfen und frei verhandeln dürfen, glaube ich, kommt da mehr bei rum. Weil ganz viele klassische Themen, ich weiß, hier bei der Landtagswahl gab es viele Diskussionen auf den Podiumsdiskussionen, immer wegen Sonntagsarbeit auch noch, gerade hier im ländlichen Bereich, wo ich mich dann nur gefragt habe, ja Mensch, sind das wirklich noch Themen? Das war mal ein Thema vor 20 Jahren, aber heute hast du ja eigentlich, du kommst ja sowieso gar nicht mehr an die Leute ran und du musst ja sowieso irgendwas tun, um die zu überzeugen, dass ein Bäcker vielleicht noch am Sonntag aufmachen kann. Erleben wir überall. Also das heißt, wir haben eigentlich eine ganz andere Ausgangsposition und da muss man meiner Meinung nach eher auch dahin gehen und sagen, wir schaffen da keine Regelungen neu dafür, sondern wir lassen die Menschen das miteinander entscheiden dürfen, weil die sind alle aufgeklärt und wie gesagt, Arbeitnehmer ist somit das begehrteste Gut, was es gibt. Zurzeit definitiv. Ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ich würde versuchen, jetzt mal ein bisschen den Rahmen zu finden und nochmal auf unsere Frage zurückzukommen. Die Leitfrage, die Forderung nach Work-Life-Balance, nachhaltige Richtungsänderungen in der Arbeitswelt oder kurzlebiger Zeitgeist. Also ich glaube, dass im Gespräch bislang schon sehr klar geworden ist, wohin es denn tendiert. Aber vielleicht, Herr Mader, würden Sie, dadurch, dass wir vorhin schon über diesen Begriff Work-Life-Balance und den Wandel gesprochen haben, einmal zusammenfassen, wie Sie diese Frage beantworten würden. Die Frage, ob das ein langfristiger Trend ist oder nur kurzfristig? So ist es. Puh, gute Frage. Werfen Sie ein Glas. Also ich glaube, dass wir, also wie ich ja vorhin in meiner Einleitung schon gesagt habe, dass es ja sozusagen ein strukturelles Problem ist und dafür muss es eine Lösung geben, dafür muss es Bearbeitungsformen geben und da haben wir, glaube ich, noch keine richtig guten Lösungen. Und die Lösung kann nicht sein, wieder zu alten bürokratischen, hierarchischen Strukturen zurück,
Die Lösung kann aber auch nicht sein, das Problem einfach nur jetzt so nach dem neoliberalen Zeitgeist den Individuen sozusagen aufzubürden, macht irgendwie Achtsamkeitskurse und Yoga und dann kriegt ihr das schon hin, sondern es müssen halt Strukturen geschaffen werden, die es den Beschäftigten ermöglichen, die ihnen Ressourcen an die Hand geben, dass sie dieses Grenzstellenproblem in ihrem Sinne gut meistern können. Und also deswegen wollte ich noch mal kurz den Bogen zurück zum Homeoffice schlagen. Unser Team hat zum Homeoffice auch geforscht um Hajo Holst und da war der Tenor, also so wie Herr Kanin gesagt hat, ja, das wird teilweise, also wird recht gut angenommen, aber es kommt halt sehr stark drauf an. Da gibt es sehr große Unterschiede und die Unterschiede hängen sehr stark von der Organisation ab. Also wie wird das Homeoffice in die betriebliche Organisation eingebaut? Welche Ressourcen und welche Freiheitsspielräume werden den Beschäftigten gegeben und wie sind sie an die Kooperation im Unternehmen angebunden? Und da gibt's ganz große Unterschiede. Also teilweise wird das Homeoffice sehr positiv erfahren, wenn die Beschäftigten gute Ausstattung haben, wenn sie freiwillig ins Homeoffice können. Das ist natürlich ganz wichtig, hat der Cunning schon gesagt. Und wenn die Kooperationsbeziehungen gut sind, ja, und wenn die Kontrolle, wenn der Chef, die Chefin sagen, nicht ihre Kontrollfantasien da jetzt auslebt, sondern sie auch Freiräume haben. Ganz schlecht wird es erfahren, wenn all das nicht gegeben ist, ne? Also wenn die Ausstattung fehlt, wenn kontrolliert wird, dann führt es oft, und wenn die Kooperationsbeziehungen, dann führt es oft zu einer Intensivierung von Arbeit. Also die auch hoch qualifizierte Beschäftigte sprechen davon, dass sie von Meeting zu Meeting hetzen, die bei keine Zeiten eingeplant sind. Ganz, ganz banale Dinge, ne? Die haben keine Zeit mehr aufs Klo zu gehen. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Beschäftigten selber die Rechte und Ressourcen haben, das selber zu gestalten. Also sagen zu können, ich möchte das anders gestalten, lasst uns 10 Minuten Pause zwischen den Meetings machen. Also solche ganz einfachen Sachen, also dass sie ihre eigenen Bedürfnisse einbringen können und dass sie auch Entscheidungen, sagen können, Grenzen ziehen können, also auch Nein sagen zu können. Das gehört natürlich auch immer dazu. Also nicht nur Verantwortung übertragen, du musst das jetzt irgendwie lösen, sondern auch die Möglichkeit zu geben, sich abgrenzen zu können, zu sagen, das ist mir zu viel, ich möchte das gerne an jemand anders delegieren. Also die Autonomie der Beschäftigten innerhalb der Organisation ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also was ganz deutlich wird, ist nicht nur, dass die Work-Life-Balance für jeden selbst immer wieder ein Balanceakt ist, wie Frau Böhmer das vorhin gesagt hat, sondern eben auch für uns, als Gesellschaft eben drauf guckt, wie können wir die Rahmenbedingungen dafür als Gesellschaft schaffen, als Wissenschaft schaffen, als Politik, wie auch immer schaffen. Da merkt man, bleibt und ist wohl ein Balanceakt. Vielleicht können wir ja noch einmal darauf schauen, ist es denn auch eine Chance bei alledem für unsere Volkswirtschaft? Herr Kanning, wie würden Sie das sehen? Das ist eine schwere Frage. Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Also ich würde erwarten, dass wir deutliche Effekte bei der Arbeitszufriedenheit finden. Das ist banal. Dadurch, dass ich den Leuten entgegenkomme und sie frage, was willst du, was passt zu deinem Leben und ihnen dann sozusagen das auch ermögliche, wird Arbeitszufriedenheit sicherlich steigen. Das sollte eigentlich dazu führen, dass Fluktuation sinkt. Das ist für Unternehmen sehr wichtig, dass die guten Leute auch bei mir bleiben. Ich würde jetzt aus der Psychologie kommend, nicht erwarten, dass es sehr große Effekte auf die Leistung gibt. Die wird es vielleicht geben. Das sind hier mal ein paar Prozent. Ob volkswirtschaftlich hochrechnen, das traue ich mir nicht zu, das weiß ich schlichtweg nicht. Ich würde da nicht, jetzt wenn ich eine Hypothese äußern sollte, würde ich nicht erwarten, dass das jetzt der große Wurf ist, dass jetzt die Volkswirtschaft dadurch produktiver wird. Ich glaube, da würde man das überfordern, ein solches Konstrukt. Aber ich weiß es nicht. Hm. Ja. Möchte da jemand anders, Frau Böhmer, noch einmal etwas sagen? Ja, also mir ist es wichtig, dass wir uns noch mal bewusst machen, wenn ich als Arbeitnehmer dieses Arbeitsleben als zu anstrengend empfinde oder diese Balance als zu anstrengend empfinde, weil diese ganzen Verantwortlichkeiten, die ich ja aus dem Privaten und aus dem Beruflichen habe, im Sinne auch von meiner Mental Load, weil die mich überfordern, dann werde ich ja mich eher aus dem Arbeitsleben zurückziehen. Das ist zum Beispiel ja auch ein Grund, weshalb viele Frauen sich für Teilzeit, also viel mehr Frauenanteil in unserer Bevölkerung, sich für Teilzeitaufgaben entschieden haben. Wenn wir aber sagen, wir haben einen Fachkräftemangel und wir möchten gerne damit gesellschaftlich umgehen und mehr Fachkräfte oder ausqualifizierte Kräfte im Arbeitsmarkt haben, dann hat das natürlich auch eine volkswirtschaftliche Auswirkung. Das heißt, wenn wir es schaffen,
auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der betrieblichen Ebene und auf der individuellen Ebene gute Lösungen zu finden, dann haben wir eben ein Stück weit mehr Arbeitskräftepotenzial. Wenn ich jetzt das aus Gender-Perspektive sehe, dann sind wir schnell bei diesem Schlagwort Leaky Pipeline, also unsere hochqualifizierten tropfen irgendwann aus der Pipeline raus, weil sie diese Vereinbarkeit nicht mehr hinkriegen. Und dann würde ich sagen, ja, wir haben positive volkswirtschaftliche Effekte, wenn wir eine bessere Work-Life-Balance auf allen drei Ebenen, auf der individuellen, betrieblichen und auf der gesellschaftlichen hinkriegen. Ganz kurz, Herr Mahler, wir hatten da auch noch über einen Punkt einmal gesprochen, vielleicht ganz kurz und knapp, weil wir mit der Zeit tatsächlich fast am Ende sind. Sie sehen darin auch ein Potenzial für eine gesündere Gesellschaft mit weniger psychischen Erkrankungen. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, also insofern, dass das Work-Life-Balance eben dazu beiträgt, dass die Beschäftigten weniger gestresst sind und sich weniger überverausgaben in ihrer Arbeit, hat es natürlich indirekt einen volkswirtschaftlichen Effekt, weil wir sehen ja, dass die Arbeitserkrankungen wandeln sich in ihrem Charakter, dass die physischen Erkrankungen, also Rückenprobleme und sowas, dass das zurückgeht seit langem, dass aber die psychischen Sachen zunehmen. Also Burnout ist ja auch immer in den Medien und das ist natürlich auch für die Krankenkassen tatsächlich ein Faktor. Also die Leute sind einfach, können nicht mehr arbeiten. Und auch für die Unternehmen sozusagen macht es natürlich Sinn, die Leute nicht langsam immer mehr zu verschleißen oder dann die Transaktionskosten zu haben, weil sie weggehen und dann müssen sie neue anstellen. Also wenn ich sozusagen die Arbeitsbedingungen so mache, dass die Beschäftigten eine gute Balance haben mit ihrem Leben, dann ist das, glaube ich, langfristig für die Volkswirtschaft, kann das nur positiv sein. Okay, herzlichen Dank dafür. Ich würde gleich mit Ihnen direkt anfangen, um eine ganz kurze Schlussfrage zu stellen, mit der ebenfalls deutlichen Bitte um eine kurze Antwort. Herr Mahler, wenn wir noch einmal so 10 Jahre in die Zukunft gucken, was glauben Sie, wie sieht dann ein Arbeitszeitmodell aus für einen Arbeitnehmer? Gibt es überhaupt das Arbeitszeitmodell, ist dann natürlich auch die Frage. Ja, genau. Ich glaube, es gibt es halt nicht, weil es eben unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Anforderungen gibt, aber generell würde ich mir wünschen, ich kann ja sagen, was ich mir wünschen würde, halt eine Stärkung der Rechte, also sowas wie ein Recht auf Homeoffice, fände ich, glaube ich, ganz gut. Da müsste man überlegen, was Herr Schulte-Südhoff gesagt hat, was man den anderen dann anbietet im Ausgleich. Ja, und dass einfach mehr Flexibilität, die aber nicht heteronom ist, die nicht den Beschäftigten von den Betrieben aufgezwungen wird. Du musst jetzt den Marktanforderungen genügen, sondern eine Flexibilität, die selbstbestimmt ist. Also ich kann selber entscheiden, wann ich wie lange arbeite. Das fände ich ein Arbeitsmodell für die Zukunft, was, glaube ich, positiv besetzt wäre. Okay, danke. Ich reiche die Frage einfach direkt an Frau Böhmer weiter. Ja, ich würde das gerne, dieses Thema Flexibilität nochmal da stärker aufnehmen und sagen, ich würde mir idealerweise vorstellen, dass die Beschäftigten in Zukunft sich auch selber kompetent und in der Lage sehen, ihre Work-Life-Balance in einer ganz neuen Art und Weise zu gestalten. Das heißt, eben nicht nur zu sagen, wie viele Stunden arbeite ich in der Woche, sondern wann arbeite ich wo. Wenn wir uns anschauen, wie einfach es ist, eine Konnektivität überall eigentlich zu haben, dann kann ich auch überall arbeiten. Dann kann ich mich eben viel bewusster entscheiden, wie Arbeit auch zu meinen anderen Verpflichtungen, zu meinem Biorhythmus, zu meiner vielleicht gerade aktuellen psychischen Belastung passt. Und dann wäre eben das Arbeitszeitmodell der Zukunft, nachdem Sie gerade fragten, natürlich hochgradig selbst gesteuert. Und wenn wir eben in die Zukunft schauen und uns auch anschauen, wie wichtig dieses Thema Selbstführung, Selbststeuerung wird, dann wäre es eben ideal aus meiner Perspektive, wenn an vielen Stellen, wo es betrieblich möglich ist, eben alle Perspektiven der Flexibilität auch durchaus ja, ausgehandelt werden und in die Selbstführungskompetenzen der Beschäftigten übergeben werden. Okay, danke. Herr Schulte-Südhoff, auch noch zu einem Abschlussstatement zum Arbeitszeitmodell der Zukunft. Ja, sehr gerne. Also ich bin überzeugt, dass es die klassischen Arbeitsverhältnisse auch noch geben wird. Wir werden aber eine größere Bandbreite erleben der Arbeitsmodelle und wir werden deutlich digitaler sein. Das ist natürlich auch eine Chance. Meine These so ein Stück weit, es gibt viele Jobs, die vielleicht von der
von dem Thema Sinn nicht so sinnhaft sind, weil sie ja Sachen bearbeiten müssen, die woanders schon erfasst wurden, also sprich bürokratische Themen etc., die man digitalisieren kann. Und ich glaube gerade, dass speziell diese Jobs, so hoffe ich, dann auch wegfallen. Ich hoffe, das für im Interesse der Arbeitnehmer, weil die natürlich auch merken, dass was die da zum 20. Mal eingeben, total überflüssig ist. Also so schätze ich das jedenfalls an. Okay, danke schön. Und Herr Canning, an Sie das letzte Wort. Ja, danke. Ich glaube, dass es nicht ein Arbeitszeitmodell geben wird, sondern dass es mehr Arbeitszeitmodelle geben wird, die parallel nebeneinander existieren. Das gibt es ja heute auch schon, aber das wird sicherlich zunehmen. Ich glaube, das große Stichwort wird Flexibilität heißen. Das heißt, dass man auch innerhalb eines Unternehmens zwischen verschiedenen Modellen wechseln kann, je nachdem, wie Bedürfnisse sich im Laufe eines Lebens verändern. Das sieht damit Anfang 20 anders aus als mit Mitte 30 und mit 50 oder 60 sieht es dann auch wieder anders aus. Da gehe ich eigentlich fest davon aus. Ich glaube nicht, dass das eine Mode ist, dass das in 10 Jahren vorbei ist, sondern das ist schon etwas, was sich über viele Jahre hinzieht. Wir reden jetzt stark darüber, aber auch wenn man vor 10 Jahren Menschen gefragt hätte, hätten die dieses Bedürfnis gehabt, nur es wurde eben nicht drüber geredet und jetzt wird drüber geredet und das ist ja auch gut so. Und da wird es dann einfach viel mehr Flexibilität geben und das ist für alle Seiten gut, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber. Dankeschön auch für Ihr Statement und damit einen Dank an Sie alle. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, über dieses Thema zu diskutieren. Danke an alle, die zugeschaut haben und damit noch einen schönen Tag. Musik